Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, es ist eine kleine Entdeckung, die ich heute Abend teilen möchte. Eine kleine Entdeckung in einer sehr langen Predigt, die Augustinus gehalten hat zum Festtag Peter und Paul. Auch Augustinus hat diesen Tag schon an diesem Datum gefeiert. Er charakterisiert zunächst und beschreibt diese beiden unterschiedlichen Apostel, die ja nicht nur aufgrund ihres persönlichen Naturells, ihrer Herkunftsgeschichte, ihrer Bildung so vollkommen verschieden sind, sondern auch aufgrund ihres Apostelseins verschieden sind. Und die ja gerade in ihrem Verhältnis zu Christus ein sehr spannungsreiches Verhältnis haben. Der eine ein Verräter, der andere ein Verfolger. Der eine ein Verräter aus menschlich verständlicher Angst, Stunden zuvor noch gesagt, ich gebe mein Leben für dich hin, so wie er immer reagiert, gleich heraus, aus dem Bauch heraus, sehr direkt mit den Emotionen, ohne lange nachzudenken, das ist so seine Sache nicht. Der andere Verfolger aus Eifer, für eine gute Sache, wie er denkt, Eifer für Gott. Und doch, wie er schmerzlich erfahren muss, fehlgeleiteter Eifer. Augustinus also in einer sehr langen Predigt zu diesem Festtag charakterisiert diese beiden Typen und dann beginnt er plötzlich zu sprechen über die Frage nach dem guten Leben. Das ist sehr merkwürdig. Es ist ein bisschen so, als hätte er den Hebel umgelegt und als würde er einen philosophischen Diskurs starten. Denn es ist eine Grundfrage des menschlichen Lebens und eine Grundfrage der Philosophie. Die Frage nach dem guten Leben, nach dem Glück. Wie kann ein Leben gelingen? Und es ist nur zu hoffen, dass es auch unsere Frage ist. Wie kommt Augustinus dazu, diese Frage genau in Bezug auf die beiden Apostel zu stellen? Er tut das nicht, weil ihm der Stoff zum Predigen ausgegangen wäre. Das ist bei Augustinus sehr unwahrscheinlich, wenn man die Fülle der aufgeschriebenen, notierten Predigten anschaut und ihre Länge und ihren inhaltlichen Reichtum. Er tut es, weil er von den Schrifttexten ausgeht. Da ist einmal der Text, den wir gestern Abend in der Vigil hörten, Johannes 21, wo Jesus den Petrus nach seiner Auferstehung am See von Tiberias dreimal fragt, liebst du mich? Und es ist der Text, den wir heute als Lesung hörten, wo Paulus von seinem Aufbrechen spricht, von dem guten Werk, das er getan hat. Beide Texte führen, so liest Augustinus sie, hin zum guten Leben. Jeder will leben. Niemand sehnt sich jetzt unbedingt danach, wie Paulus das ausdrückt, aufzubrechen und beim Herrn zu senden, denn das heißt zu sterben. Wer hat Verlangen nach dem Sterben? Je näher es rückt, es gibt manchmal erschütternde Berichte, dass sich Menschen in den Heimen in der Schweiz anmelden und plötzlich dort eine menschliche Zuwendung erfahren, die sie zu Hause nicht hatten. Und indem sie das erfahren, überlegen sie plötzlich nochmal, ob es wirklich so toll ist, sich vom Leben mit Tablette oder einem kleinen Trunk abzumelden und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Jeder will leben. Und Augustinus weiß es selber nur zu gut. Er sagt, wir wollen daraus keinen Vorwurf machen. Jeder sehnt sich danach. Aber die Frage ist, welches Leben? Petrus muss dieses Leben erst entdecken in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Er hat vielleicht schon Spuren davon gekostet. Aber indem Jesus ihn dreimal fragt, liebst du mich? Küsst Jesus sozusagen in Petrus dieses Leben wach, nach dem er sich sehnen soll. Es ist letztlich die Sehnsucht nach Christus. Es ist nicht nur so, dass diese dreimalige Frage dem dreimaligen Verrat nachgebildet ist. So schlicht und simpel sind unsere Evangelien in der Regel nicht aufgeschrieben und gestrickt. Das mag im Hintergrund eine Rolle spielen. Es ist eine Intensität des Fragens. Es ist die Intensität unseres Wunsches nach Leben, die Christus aufnimmt und den Petrus neu wachruft. Und die mündet in das Wort, als du jung warst, konntest du gehen, wohin du wolltest. Alt geworden wirst du dahin geführt, wohin du nicht willst. Und der Evangelist ergänzt, Jesus sagt das, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Wir müssen manchmal gebunden geführt werden dorthin,
dass wir das wahre Leben entdecken. Dass wir in uns selber entdecken, das, was in uns hineingelegt ist. Augustinus sagt, Christus erfragt nur das, was er selber vorher schon in Petrus hineingelegt hat, seine Liebe. All die Gaben, die wir in uns vorfinden, die manchmal verschüttet sind, die wir vergraben, die wir meinen, nicht zu brauchen oder die wir missachten, sind Gaben zum guten Leben. Sie stammen von Gott. Wenn wir diese Gaben in uns entdecken und freilegen lassen, dann ergibt sich ein Weg. Dann ergibt sich eine Richtung in unserem Leben. Das ist das, was Paulus vor Damaskus erlebt hat. All das, was er an Eifer, an Intellekt, an Fähigkeit hat, sich die Hacken abzulaufen rund um das Mittelmeer, Tausenden von Menschen zu begegnen, Tausende zu bekehren für Christus, sich mit Gemeinden, die wieder borstig und nichtsnutzig sind, anzulegen und trotzdem nicht nachzulassen. Diesen Eifer, der wird plötzlich durch die gute Gabe, die er durch dieses Licht, die Begegnung mit Christus vor Damaskus erlebt, wird freigelegt und zu etwas Gutem. Es bekommt nicht mehr die Richtung der Verfolgung, sondern es bekommt die Richtung der guten Tat. Wo Paulus gegen Ende seines Lebens, wie er in der Lesung sagt, nun kann ich aufbrechen. Ich habe das gute Werk vollbracht, den Lauf vollendet. Die beiden Apostel, die wir heute feiern, liebe Schwestern und Brüder, wollen auch uns ermutigen, das Gute, das Gott in uns gelegt hat, zum Guten hin frei werden zu lassen. Und das heißt nichts anderes, zum Leben auf Gott hin frei werden zu lassen. Es nicht in uns selber zu vergraben, in den immer selben Variationen und Bewegungen, als hätte unsere Lebensplatte einen Sprung und die Nadel springt immer wieder auf die bekannte Stelle zurück. Das ermüdet nicht nur uns selber, sondern alle um uns. Christus gründet seine Kirche auf die Apostel, auf die zwei Apostelfürsten, einen Verräter und einen Verfolger. Offenbar fällt das für ihn nicht so ins Gewicht, denn er ist das Gesicht der Barmherzigkeit Gottes. Aber was er will, was er in uns wachrufen will, ist unsere Liebe, nach der er fragt. Das Gute, das er in uns hineingelegt hat, das wir uns entdecken und auf ihn hin neu ausrichten, wie Petrus und Paulus.